Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Magic Maloney. Heute mal ein ganz besonderes Video. Es geht um ein Auspuff-Special. Hier seht ihr eine Suzuki GSX S1000. Bei der Maschine kommt jetzt ein neuer Auspuff ran, aber vorher hören wir uns nochmal den Originalen an, bevor es zum Umbau kommt. Zum Umbau. Los geht's. So Leute, heute bauen wir einen neuen Lautsprecher an unsere GSX S1000. Das ist das gute Stück von der Firma Bodis. Was kleiner als das Original. Aber fangen wir erstmal an zu schrauben. Was brauchen wir? Ein 6er Imbus. Ein 4er im Bus, ein 10er Maulschlüssel und ein 12er Maulschlüssel. So, fangen wir erstmal an mit dem alten Hitzeschutzblech hier unten. Dann nehmen wir den 4er im Bus, setzen hier unten an und drehen das locker. Die Schraube brauchen wir dann später nochmal. Carbondämme, die bei dem Bodis dazu gehört. Und da ist die Schnappe. Nutzen wir den 6er Imbus. Hier den 12er Maulschlüssel und halten gegen. Jetzt hat er verspiegelt. Brauchen wir auch gleich wieder für den neuen Auspuff. Hinten ist noch eine Unterlegscheibe und die Mutter. Gut aufheben. So, dann haben wir hier unten noch an der Schelle in einen 6er Imbus. Je nachdem, wie lange ihr schon fahrt mit dem Motorrad, kann es natürlich ein bisschen straffer sein. Können wir dir. Das geht gut. Ah, besser. So Leute,
haben wir das ein bisschen eingesprüht hier mit WD-40, diesen Innenring. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, um euch die Arbeit ein bisschen zu ersparen, weil mit einer Hand ist das meistens schwer. Klemmt euch das Teil irgendwie zwischen die Beine und zieht kräftig mit beiden Händen. Dann habt ihr den Ring draußen. Den braucht man nämlich jetzt wieder. Da ist das gute Stück eingesetzt. Sonst passt der Auspuff nämlich nicht wieder auf die Suzuki. Schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir den Ring wieder festziehen. Aber das kann natürlich ausgerichtet sein für die Carbonblende. Das wird jetzt nochmal ein Spaß. Aber wir können schon mal die Schraube einsetzen. Die Unterlegscheibe und die Mutter dazu. Muss und dann schön anziehen, aber immer alte Bauernweisheit, nach fest kommt ab. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, hier unten können wir theoretisch den alten Gummiring nutzen aus der alten Auspuffblende. Gucken, ob wir das rausbekommen hier. Ja, das passt schon mal. So sieht der Kollege aus. Und jetzt nehmen wir die neue schöne Carbonblende und versuchen den Jungen mal hier durchzuquetschen. So kommt das gute Stück dann hier dran. Durch und dort eine Schraube durch. Sieht doch gut aus. So, der Carbon macht es vorsichtig, das bricht leicht, wenn man hier nicht aufpasst. Und zum Schluss brauchen wir einen Zehner. Und drehen noch die Auspuffschelle richtig fest. So, das Wichtigste haben wir vergessen, den Aufkleber. Wir auch wissen, was wir hier für einen Auspuff haben. Thank you.
gibt es auch nachzubestellen, kein Thema, einer ist immer dabei. Dann sind wir jetzt alle mal gespannt, wie der Sound von dem neuen Auspuff klingt. Los geht's. So, der Umbau ist geschafft, der erste Soundcheck ist auch schon durch und hier folgen noch ein paar weitere Bilder. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt. Euer Magic Maloney. Ciao.